Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 22 mit Borussia Dortmund. Ja, heute geht's los, die neue Saison in der Bundesliga steht an und wir müssen heute direkt am ersten Spieltag eigentlich schon ein richtiges Topspiel rein, und zwar gegen Eintracht Frankfurt. Ja, in der Tabelle gibt's noch nicht viel, ich glaube es gab erst ein Spiel, das war Frankfurt gegen Union Berlin, Union Berlin verloren. Gut, aber würde ich sagen, jetzt schauen wir rein. Unser Saisonauftakt ist ja geglückt, aber dazu gleich mehr. Jetzt gibt es erstmal die beiden Aufstellungen der Teams. Also, der BVB heute mit Erling Haaland vorne, Reus links, Hazard rechts, dann Emre Can, Bellingham und Witzel im Mittelfeld und die Abwehr mit Guerrero, Hummels, Akanji und Schulz und im Tor Kobel. So, auf der anderen Seite bei Frankfurt Lammers und Boré vorne, Kamada dahinter, Kostic, Rode, So und Hauge Mittelfeld, und der Abwehr haben wir eine Dreierabwehrkette mit einem Dicker, Isanka, Hinteregger und Trapp im Tor natürlich. So, das also die beiden Aufstellungen. Und eins ist klar, der BVB ist gut in die Saison gestartet. Die Vorbereitung, ja, war nicht so gut, wenn wir ehrlich sind. Aber das erste Pflichtspiel, das DFL Supercup-Finale gegen die Bayern mit 3:2 gewonnen. Und sowas gibt natürlich immensen Rückenwind. Und ja, deswegen, der BVB startet motiviert in die neue Saison, aber man muss auch ehrlich sein, Frankfurt auf der anderen Seite, die sind auch nicht zu unterschätzen, spielen auch regelmäßig oben mit. Zwar nicht immer um die Meisterschaft, aber trotzdem immer eine starke Mannschaft auf dem Platz, deswegen, die dürfen wir heute nicht unterschätzen. Trotzdem, eigentlich sind heute die drei Punkte schon sowas wie Pflicht, wobei es natürlich nicht einfach werden wird. Gut, ich würde sagen, genug gequatscht. Jetzt geht's los. Anstoß für die Gäste aus Frankfurt. Dann geht's rein in die erste Halbzeit. Hier zum einem der Top-Spiele am ersten Spieltag. Dortmund gegen die Eintracht aus Frankfurt. So, starker Einsatz hier von Witzel. Aber erstmal bleibt die Eintracht am Ball über So. So, da ist Kamada. Boré am Ball. Wird sofort gedoppelt, aber Frankfurt bleibt dran. Gewinne ich auch den zweiten Ball wieder. So, jetzt mal auf den Flügel. Ah, da kommen die Dortmunder noch nicht so richtig rein. Die Zweikampfchance ist da, aber dann kommen sie doch dazwischen. Und jetzt vielleicht direkt die Chance mit dem Angriff. Da ist Marco Reus, aber da hilft ihm keiner so wirklich. Aber Reus, der kann da selber vorbeigehen. Da sieht Hinteregger nicht so gut aus. Reus ist aber nicht der Schnellste, aber macht das trotzdem sehr gut. So, Marco Reus zu Haaland. Oh, der bekommt den Ball leider gar nicht. Oh, aber starke Grätsche von Haaland. Als ob das ein Foulspiel war. Ach komm schon, Foulspiel Haaland, Freistoß Frankfurt. Für mich eine zweifelhafte Entscheidung, weil ich hätte gedacht, die habt den Ball gespielt, aber gut, war nicht so. Und Frankfurt macht direkt Druck und gewinnt den nächsten Ball. Die Frankfurter gehen hier mit hoher Motivation rein und das ist stark gemacht von Lammers. Jetzt Boré am Ball, schön durch die Mitte und Kobel zum ersten Mal gefordert, schnappt sie den Ball ganz sicher. Weiter geht's über Schulz. So, der hat zu Akanji und der sieht Witzel. So, Emre Can. Und jetzt, ja, das ist natürlich die Situation, was Frankfurt natürlich hat. Die haben nur eine Dreierabwehrkette. So, Reus mit der Flanke zu Haaland. Und oh, auf der Linie, auf der Linie. Tanzt der Ball, bevor ihn der Kevin Trapp doch noch von der Linie kratzen kann. Und jetzt Achtung, Chance zum Kontern für Eintracht Frankfurt. Da sind die Dortmunder weit mit aufgerückt. Jetzt hat der BVB hinten einiges zu tun. Guerrero sieht im Zweikampf nicht so gut aus. Pass geht in die Mitte. Kommt gut durch. Oh, in letzter Sekunde Akanji. Wichtig, dieser Zweikampf. So, jetzt Witzel. Und wieder der BVB im Gegenangriff. Über Emre Can. Ja, die drei Abwehrkette, die öffnet natürlich viele offensive Optionen. Und jetzt die Chance. Thorgan Hazard. Und scheitert an Kevin Trapp. Die zweite dicke Chance im Spiel für den BVB. Und Thorgan Hazard scheitert tatsächlich an Kevin Trapp, der da unglaublich pariert. Eigentlich muss das 1:0 sein, wenn wir ehrlich sind. So, Eckball, BVB, Marco Reus. Hoch hinein, da ist Hummels, Hummels! Drüber, drüber. Nächste dicke Chance für den BVB. Ja, Dortmund kommt gut rein, aber Frankfurt hat auch wieder immer offensive Aktionen. Das wird, glaube ich, noch ein heißes Spiel hier werden. Jetzt auf jeden Fall Abstoß Frankfurt, weit in die Dortmunder Hälfte. Der Ball von Kevin Trapp, aber wieder der BVB zurück am Ball. Emre Can, und wieder geht's ab über Reus, der sucht Haaland. Haaland, ach, der wirkt heute schon wieder so lost irgendwie. Oh, stark gemacht hier, aber ja, Foulspiel von Guerrero. Lässt seinen Gegenspieler sauber auflaufen. Ja, beim nächsten Mal geht's nach Frankfurt.
Schmann, nach Freiburg, sorry. So, jetzt Freistoß für die Eintracht. Ah, da ist der Fuß von Bellinger, von, weiß gar nicht, wer es war, bisschen zu kurz. Nächste Chance hier für die Eintracht, aber wieder gut geblockt. Aber trotzdem, das sind halt Pässe, wenn da einer mal ankommt. Dann steht es halt mal direkt 1:0 für Frankfurt. So, aber jetzt die nächste Chance für den BVB. Da ist Emre Can. Ab zu Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Und der macht das Tor. Der macht das Tor für den BVB. Gegen die Bayern in letzter Minute der Matchwinner. Und jetzt erzielt er das erste Tor für Dortmund in dieser Bundesliga-Saison. Jude Bellingham. Der macht so Spaß zu spielen in FIFA 22. Und da macht er sein Tor. Ja, da gibt es nicht viel zu allen für Kevin Trapp. Und Dortmund mittlerweile, würde ich sagen, mit der verdienten Führung, haben jetzt schon 2, 3 große Torchancen liegen lassen. Und jetzt ist er endlich drin. Dortmund führt mit 1:0. Jude Bellingham, der erste Torschütze beim BVB in dieser Bundesliga-Saison. Gute halbe Stunde ist durch. Dortmund mit der 1:0-Führung nun also gegen Frankfurt. Aber war ein hartes Stück Arbeit, muss man ehrlich sagen. Da war nicht so viel Luft für den BVB. So, als Bode. Am Ball hart attackiert. Spielt erstmal zurück den Ball zu Kamara. Weiter geht's zu So. Wieder zu Kamara. Und dann Frankfurt hat nur die Ball in die eigene Abwehr zurück. Und neuer Spielaufbau. So, Rode mit dem Fehlpass. Und da hat ihn direkt wieder Thorgan Hazard. Der hat heute auch schon eine dicke Torschance liegen lassen. So, Thorgan Hazard wird nicht angegriffen. Jeder konzentriert sich auf Haaland. Thorgan Hazard im 16. Thorgan Hazard! Boah, die Riesenparade. Aber Dortmund bleibt dran über Reus. Der verliert ihn dann doch. So, da kommt Witzel von hinten. Witzel, Witzel! Schöner Schuss. Aber Kevin Trapp hat ihn. So, und jetzt Achtung, als Kamara gegen Schulz. Schulz ist nicht der Schnellste. Pass geht nach vorne. Oh, das sieht Akanji nicht gut aus. Jetzt hat natürlich Frankfurt ein bisschen Raum und Luft zum Kontern. Aber, oh, Lammers, ganz, ganz schwacher Pass in der Situation. Der wäre viel mehr drin gewesen. Und jetzt Dortmund sofort wieder im Gegenangriff. Oben startet Haaland. Bekommt ihn auch Erling Haaland. Haaland unten ist wieder Jude Bellingham. Bellingham, was wäre denn das gewesen? Nachspielzeit der ersten Halbzeit, die nächste dicke Chance für den BVB hier, das 2:0 zu machen. Und dass da Trapp noch hinkommt, unfassbar. Eigentlich muss das 2:0 sein. So, Eckball nochmal für den BVB, kurz vor der Halbzeitpause, da kommt Guerrero. Guerrero, das ist gefährlich! Und dann hat ihn wieder Kevin Trapp. Und jetzt ist leider Halbzeitpause. Also Dortmund geht mit einer 1:0-Führung hier in die Halbzeitpause gegen Eintracht Frankfurt. Und man muss ehrlich sagen, das ist ein bisschen glücklich für Frankfurt. Dortmund hatte unglaublich viele Chancen. Aber Frankfurt hat es tatsächlich geschafft, dass sie nur ein Gegentor zugelassen haben. Auf der anderen Seite von Frankfurt kein nennenswerter Torschuss. Und der BVB ja echt Riesenchancen liegen lassen. So, Bayern führt gegen Gladbach. Das war natürlich auch so unser Duell immer Bayern-Dortmund. So, Fitness, oh, baut schon ordentlich ab, aber wir müssen mal durch. Müssen wir erstmal durch und dann wechseln wir später. So, jetzt geht's weiter. Zweite Halbzeit hier im Signal Iduna Park der BVB gegen Eintracht Frankfurt. Und rein geht's in die zweiten 45 Minuten. Und eins ist klar, sollte Frankfurt jetzt nicht langsam mal den Schlüssel finden gegen diese Dortmunder Mannschaft, dann wird das hier... Ja, eigentlich eine sichere Nummer, aber eine ganze Halbzeit noch zu spielen, das kann auch ganz schnell kippen. So, nächste Chance auf jeden Fall direkt für den BVB. Jude Bellingham. Bellingham zu Haaland. Erling Haaland, Haaland, Haaland! Oh. Ans Kreuzeck. Oh, die Dortmund-Fans pfeifen ein bisschen und Haaland zimmert das Ding hier. Ja, fast ans Kreuzeck. Das wäre ein schöner Start gewesen, aber Erling Haaland lässt diese Chance leider liegen. Bleibt beim 1:0. Ja, die Fans, wie gesagt, ein bisschen unzufrieden. Klar, 1:0-Führung ist gut, aber bei den Torchancen muss man eigentlich hier schon höher führen. So, nächste Chance, wieder mal Jude Bellingham. Weiter geht's zu Witzel. Dortmund hat wieder viel Platz. Witzel, 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 Witzel! Och, Mann. Hat freie Schussbahn, hat sie den Ball genau zurechtgelegt. Und da kommt dann wahrscheinlich Kevin Trapp auch nicht mehr hin, wenn er ein bisschen tiefer kommt. Aber Witzel zimmert den Ball übers Tor. Die Dortmunder lassen die Torchancen liegen. Und ich hoffe, das wird sich zum Schluss nicht rächen.
Ja, wir kennen den Fußball, der ist meistens knallhart und gnadenlos. So, nächste Chance, wieder BVB. Frankfurt kommt gar nicht rein in dieses Spiel, auch in der zweiten Halbzeit laufen sie nur hinterher. So, Emre Can, Haaland zieht einfach so, Emre Can und der... Das gibt es jetzt nicht. Das gibt es doch nicht. Auch er zündet dieses Ding drüber. Der Trainer am Verzweifeln. Der Trainer komplett am Verzweifeln. Das nächste große Ding geht übers Tor drüber. Stunde fast gespielt. Und es steht immer noch 0:1 aus Sicht der Frankfurter. Aber ganz ehrlich, die können von Glück reden, dass es hier noch nicht entschieden ist, das Ding. Also es müsste eigentlich schon längst 3 oder 4-0 stehen. Ja, und das lässt natürlich die Möglichkeiten für Frankfurt offen. Die kommen mal wieder. Über Rode. Kamara, Bore. Pass geht nach vorne als Lammer. Von dem haben wir noch nicht so viel Gutes gesehen. Auch hier verliert er wieder den Ball. Der BVB ist sofort wieder mit dem Gegenangriff über Witzel. So, da ist Haaland. Erling Haaland nimmt jetzt mal Fahrt auf. Haaland kommt da vorbei und geht hier. Und das muss jetzt sein. So, Erling Haaland. Und das ist es endlich. 65. Minute. Das höchst verdiente 2:0 für Dortmund. Endlich kann man da nur sagen. Erling Haaland, da geht er vorbei. Da zieht er vorbei am Gegenspieler und dann bleibt er cool vor Kevin Trapp und das ist das absolut verdiente 2:0 für Dortmund. Frankfurt kann hier nichts dagegen werfen. Vor allem in der zweiten Halbzeit Frankfurt komplett abgemeldet offensiv. Und dann machen sie es endlich mal. So, und jetzt natürlich für uns die Möglichkeit auch mal zu wechseln, weil sieht schon ziemlich fitnesstechnisch angeschlagen aus. Wir bringen auf jeden Fall Zagadou für Akanji. Ja, wir riskieren es mal, defensiv ein bisschen umbauen. Und außerdem Reyna für Reus. Und ich glaube, ich bringe noch Malen für Haaland. Wir kommen Malen aus seine Chance. Haaland hat sein Tor gemacht, darf jetzt runtergehen. So, und jetzt geht's weiter. Es sind noch 25 Minuten zu spielen im Signal Iduna Park. Bis jetzt sieht das ziemlich souverän aus. Dortmund ist zwar mit 3 Wechseln, das kann ein bisschen was durchwirbeln. Aber trotzdem. 2-0 und bis jetzt kam von Frankfurt nicht wirklich viel, wenn wir ehrlich sind. Und die spielen jetzt auch den Ball erstmal hinten rum und Isanka, uiuiui, Malen lauert da. Will dann den Ball haben. Frankfurt jetzt mit riskantem Passspiel. Und da ist ein Dicker. So, Kamada. Aber gut. Jetzt kommt Frankfurt mal. Bore. Aber dann der Fehlpass. Da passt Reyna gut auf, der mit da hinten gelaufen ist. So, Reyna ist nicht der Schnellste, aber behauptet sie erstmal. Reyna mit dem Pass nach vorne zu Guerrero. Nächste Chance Dortmund. So, Guerrero, immer noch am Ball. Guerrero legt aber in die Mitte, da kommt Emre Can und das 3:0. Schön gekontert vom BVB und Emre Can ist in der Mitte bereit zum Einnetzen. Da waren so viele Dortmunder mit Emre Can, Malen. Und dann macht ihn Emre Can rein. Und Dortmund führt hier hochverdient mit 3:0 gegen Eintracht Frankfurt. Schöner Pass in die Mitte, Emre Can. Sieht ein bisschen verstolpert auch aus, dieser Schuss. Ja, so ein leichter Stolperer ist drin, aber egal. Danach fragt keiner mehr. 3:0 für Dortmund. Wahnsinnsauftakt hier, wenn wir ehrlich sind. Ein Wahnsinnsauftakt vom BVB. Frankfurt nicht gut. Kein guter Start in diese Saison. Dortmund lässt hier schon mal richtig aufhorchen. So. Nächste Chance vielleicht. Und dann Hazard hilft hinten mit. Wichtig in der Situation. Und gibt es die nächste Chance. Schöner Ball zu Jude Bellingham. Bellingham. Und Frankfurt ist jetzt offen. Bellingham macht sich auf den Weg in den Center. Jude Bellingham, der will sein zweites Tor machen, bleibt hängen und verliert dann den Ball. Gut, bei 3:0 darf man sich sowas auch erlauben. Aber jetzt Achtung, nur eine Konterchance für Frankfurt. 9 Minuten sind es noch. Abore fällt dann da nichts Wirkliches ein. Jetzt vielleicht mal über Kostic. Von dem haben wir heute nichts gesehen, aber der ist durch. Und dann können sie doch noch auf der Linie klären. Das war die gefährlichste Chance für Eintracht Frankfurt. So, jetzt Witzel. Ah, schade, was für ein schwacher Pass. Wo soll denn der hingehen? So, und Frankfurt will jetzt zumindest nochmal diesen einen Treffer. Die wollen hier nicht zu null vom Platz gehen. Nochmal die Chance, aber das sind sofort 2, 3 Dortmunder da. Trotzdem ist der Ball drin. Als ob die jetzt in der Situation so einen Druck ausüben können. 1:3 nur noch. Die weiße Weste ist weg von Kobel.
Aber das war jetzt ein bisschen wieder komisch. Jetzt zum Schluss bei 0:3 packen die auf einmal dann so ein Tempo aus. Und so, ja, eigentlich gut rausgespielt, steht da viel zu frei. Und dann trifft er den perfekt in die Lücke zwischen Spieler und Mitspieler. Hummels bekommt einen Fuß in den Koblis, ja, chancenlos möchte ich sagen. Und dann steht es hier 3:1 nur noch. Aber trotzdem, auch dieses Tor wird am Schlussresultat nicht mehr so viel ändern. Auch wenn jetzt auf einmal, keine Ahnung wieso, Frankfurt jetzt 5 Minuten vor dem Ende so einen Druck aufbaut bei dem 0:3 Rückstand. So, Zagadou am Ball, der kam ja zwischenzeitlich rein, Spiel vor zu Malen. Malen verliert den Ball, kann sie nicht so schnell drehen. Und Frankfurt, ja, jetzt auf einmal spielen sie offensiv mit. Da ist die Frage, wo waren sie denn die 85 Minuten vorher? Keine Ahnung, letzte Chance auf jeden Fall im Spiel. Aber den fängt Zagadou gut ab, aber kann ihn da nicht verarbeiten. Und dann gibt es noch die Chance zum Anschlusstreffer. Da fragt man sich schon, wo war Frankfurt 85 Minuten lang? Jetzt auf einmal fangen sie an, offensiv mitzuspielen, wo eigentlich alles schon rum ist. So, nochmal die Chance. Kamada mit dem Eckball. Kommt nicht so gut rein. Wird erstmal geklärt. Oh, auch interessante Aktion, aber dann Bellingham ganz sicher und ab das Ding da vorne. Und das ist der Schlusspfiff. Ja, Dortmund schlägt Eintracht Frankfurt am ersten Spieltag mit 3:1. Das eine Gegentor ist ein bisschen bitter, hätte nicht sein müssen. Und ja, an der Chancenausbeute von der ersten Halbzeit müssen wir auch noch ein bisschen arbeiten. Aber im Großen und Ganzen, ich bin zufrieden. Wir haben 3:1 gewonnen gegen den starken Gegner, der auf jeden Fall in diesem Jahr um die internationalen Plätze mitkämpfen wird. Und Erling Haaland, ja, er hat sein Tor gemacht. Ich weiß noch nicht, was ich von ihm in dieser Saison halten soll. Heute auf jeden Fall hat er mich, ja, schon ein bisschen positiv überrascht mit seinem Tor. Also Bellingham, Haaland und Can mit den Toren. So mit dem einen Gegentreffer für Frankfurt. Gut, dann schauen wir, was die anderen Mannschaften alle so getrieben haben. Ja. War eigentlich recht ordentlich, aber wir hätten echt höher gewinnen müssen eigentlich. Und vor allem das eine Gegentor, das... Also Frankfurt hatte halt nichts. Bestes Spieler Emre Can, Haaland war stark, Bellingham war stark. Und auf der anderen Seite ja ziemlich mau. Gut, dann würde ich sagen, ich mache ganz kurz das Interview und dann sehen wir uns gleich wieder zur Tabelle. So, und da wären wir bei der Tabelle. Ja, und wir sehen schon, jetzt hat sich ein bisschen was getan am ersten Spieltag. Klar, Bayern gewinnt in Gladbach mit 3:0. Ja, doof, dass wir das eine Gegentor bekommen haben von Frankfurt. Dann wären wir wenigstens Tor und Punkt gleich mit den Bayern. So momentan die Bayern auf Platz 1. Hoffenheim, die haben 3:0 in Augsburg gewonnen. Damit Hoffenheim auf Platz 2. Dortmund dahinter. Dann RB Leipzig, die haben 3:1 in Mainz gespielt. Bielefeld, sensationell. Was haben denn die gemacht? Bielefeld hat, ich sehe sie gar nicht, 2:0 gegen Freiburg gewonnen. Freiburg müssen wir dann beim nächsten Mal. Dann Leverkusen, Hertha BSC Berlin, Wolfsburg, Fürth holt am ersten Spiel direkt den ersten Punkt gegen Stuttgart. Und dann geht es so runter und sehen wir die Verlierer, ja. So, die großen Dinger, die großen Überraschungen hatten wir jetzt nicht. Gut, dass Gladbach 3:0 gegen Bayern verliert, hätte ich nicht gedacht. Und dass Frankfurt auch so 3:1 gegen Dortmund verliert, ist okay, sagen wir mal. Gut, also beim nächsten Mal geht es dann gegen den SC Freiburg. Und mal schauen, wie es da ausgehen wird. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt's dabei, bis zum nächsten Mal. Ciao.